Das sind wir. Sandy, Mandy und Lotte. Und das ist Klaus Bärbel, unser Zuhause. Wir haben das uns auferlegte Normal hinter uns gelassen und uns für mehr anders entschieden. Mehr Eigenverantwortung, mehr Abenteuer, mehr Zeit, mehr Leben. Und wir freuen uns, wenn ihr uns begleitet. Weil das Chassis und der Unterboden eines Wohnmobils häufig Steinschlägen und vor allem auch Feuchtigkeit ausgesetzt ist, es ist wichtig, regelmäßig danach zu gucken, ob der Unterboden auch noch vernünftig mit Unterbodenschutz versehen ist. Denn Nässe und Steinschläge setzen dem Unterboden zu. Und wenn man nicht aufpasst, dann wird die Bodenplatte irgendwann morsch, weil sie der Feuchtigkeit gnadenlos ausgesetzt ist. Damit das nicht passiert, schauen wir uns unseren Unterboden heute an und gucken mal, ob wir da ein bisschen was ausbessern bzw. auffrischen müssen oder ob das alles noch soweit in Ordnung ist. Tja, welche Unterbodenkonstruktionen gibt es denn eigentlich? Gerade ältere Fahrzeuge, so wie unseres, haben in der Regel einen Unterboden aus Holz. Bei den neueren Wohnmobilen besteht der Unterboden bereits aus GFK. Naja, und das Chassis ist natürlich bei allen Wohnmobilen aus Metall. Und diese unterschiedlichen Materialien, Metall, GFK oder auch Holz, verlangen natürlich unterschiedliche Herangehensweisen, was den Unterbodenschutz angeht. Die klassische Holz-Sandwich-Bauweise ist auf einen Schutzanstrich angewiesen. Der über viele Jahre bewährte Unterboden-Klassiker besteht aus einem Holzlattenfachwerk, das mit Styropor, man spricht auch von EPS-Platten, ausgelegt und nach innen wie außen mit einer etwa 6 mm starken Pappelsperrholzplatte verklebt ist. Ja, und auf die Außenseite wird anschließend noch eine dünne, atmungsaktive Unterbodenschutzschicht aufgetragen. Hier muss man nicht den kompletten Unterboden neu mit Unterbodenschutz versehen, sondern es reicht im Grunde aus, wenn man die Stellen, wo man sieht, dass sie nicht mehr so gut mit Unterbodenschutz versehen sind, wenn man die einfach ausbessert. Also eine flächige Behandlung des Unterbodens mit neuem Unterbodenschutz ist in der Regel nicht notwendig. Unser Unterboden sieht soweit noch ganz gut aus. Das Fahrzeug hat scheinbar auch nicht sonderlich viel, irgendwo unterwegs gewesen, wo es ständig Feuchtigkeit und Nässe ausgesetzt war und stand auch scheinbar immer schön trocken unter in einer Halle. Deswegen sieht unser Unterboden wirklich noch sehr gut aus. Nicht nur der Holzunterboden, sondern auch das Chassis. Aber nichtsdestotrotz haben wir die eine oder andere Stelle, wo ich ganz gerne neuen Unterbodenschutz auftragen möchte, weil man einfach sieht, dass der alte Unterbodenschutz so langsam immer dünner wird und man sieht halt auch schon die Holzmaserung durchschimmern. Und mir ist es lieber, wenn wir den Unterboden mit neuem Unterbodenschutz versehen. Das ist auch im Grunde kein großer Aufwand. Diesen Unterbodenschutz gibt es in Sprühdosen zum Sprühen und in der Regel ist das eigentlich auch relativ schnell erledigt. Die neueren Wohnmobile, die können sich freuen über einen GFK-Unterboden. Das ist heutzutage recht häufig, dass die neuen Wohnmobile keinen Holzunterboden mehr, sondern einen GFK-Unterboden haben. Der ist natürlich nicht so pflegeintensiv wie ein Holzunterboden. Die GFK-Böden sind natürlich deutlich robuster wie Holzböden. Das heißt aber nicht, dass in einem GFK-Unterboden nicht auch Risse oder kleine Löcher entstehen können. Deswegen ist es natürlich wichtig, auch GFK-Unterböden regelmäßig auf Dichtigkeit zu überprüfen. Die GFK-Unterböden sind besonders beständig gegen mechanische Belastungen natürlich und auch gegen Witterungseinflüsse. Das gleiche gilt natürlich für Fahrzeuge mit Alubeplankung auf der Innen- und Außenseite. Diese Bauweise kommt zum Beispiel häufig vor bei Fahrzeugen, die einen Doppelboden haben. So, und ich würde sagen, das machen wir jetzt. Wir schauen uns jetzt gemeinsam Klaus Bärbel nochmal von unten an. Der Unterboden hier hinten am Heck, das ist jetzt unter der Heckgarage. Hier hinten hat sich sogar die Holzschicht schon abgelöst. Die müssen wir erstmal wieder befestigen, bevor wir überhaupt den Unterboden wieder mit Unterbodenschutz versehen. Da sieht man doch ganz deutlich die Holzmaserung durchschimmern und hier ist der Unterbodenschutz auch nicht mehr ausreichend. Auch wenn auf den ersten Blick der Unterboden eigentlich ganz gut aussah,
sieht man doch, wenn man genauer hinguckt, dass ein neuer Unterbodenschutz vonnöten ist. In der Mitte des Fahrzeugs sieht es ein bisschen anders aus. Hier ist die Bodenplatte zu sehen oder auch hier. Unterbodenschutz ist hier allerdings noch etwas mehr vorhanden. Bevor der Unterbodenschutz aufgetragen wird, muss natürlich erstmal der Unterboden gereinigt werden. Je nachdem kann man das entweder mit einem Hochdruckreiniger machen oder aber einfach so, wie wir es gemacht haben, weil unser Unterboden wirklich sehr, ja, sehr sauber eigentlich war, weil wir ja auch so gut wie gar nicht irgendwie bei Schmuddelwetter oder Regen unterwegs waren. Wir haben einfach den Unterboden mit einem Besen so ein bisschen den groben Sand und Dreck so ein bisschen weggefegt und damit war der auch schon recht sauber, der Unterboden. Wenn man den Unterboden feucht oder nass reinigt, dann sollte man natürlich, bevor man dann den Unterbodenschutz aufträgt, vernünftig lange warten, bis das Ganze richtig abgetrocknet ist und nicht auf möglicherweise noch feuchten Unterboden dann den Unterbodenschutz auftragen. Neben dem Holzunterboden haben wir uns außerdem das Chassis von unten angeguckt. Das sieht bei uns auch noch sehr gut aus. Aber die eine oder andere kleine rostige Stelle mit so ein bisschen Flugrost haben wir dann aber auch. Die haben wir behandelt. Wir haben den Flugrost mit einer Drahtbürste und Schleifpapier so ein bisschen entfernt und haben die Stellen dann mit einem Spray versehen, was gleichzeitig Rostschutz, Grundierung und Lackierung in einem ist. Unterbodenschutz besteht in der Regel entweder aus Bitumen, aus Teer oder aus PVC. Der Unterbodenschutz, den wir verwendet haben von Elascon, ist auf Bitumenbasis. Und der lässt sich, wie gesagt, sehr, sehr einfach mit einer Spraydose auftragen. Da tropft auch nichts. Da kann man sehr sauber mitarbeiten. Ja, getrocknet sieht der Unterbodenschutz dann aus wie schwarzer, klebriger Lack. Und dieser Lack versiegelt die behandelten Stellen dann wasserdicht und luftdicht. Es gibt für das Chassis natürlich auch Unterbodenschutz, der speziell für Metallkonstruktionen für Unterboden gedacht ist. Der ist in der Regel dann auch auf Bitumen, Teer oder PVC-Basis. Es gibt aber auch Unterbodenschutz, der auf Harz- oder Wachsbasis ist. Für das Chassis haben wir lediglich einen Rostschutzlack verwendet für die paar Stellen, die wir hatten, die wir behandelt haben. Da haben wir keinen extra Unterbodenschutz für genommen. Hat man eine GFK-Bodenplatte, die ist natürlich wasserdicht, ist resistent gegen Säuren und Laugen und die fault auch nicht. Und wenn die nicht beschädigt ist, dann braucht die im Grunde genommen auch gar keinen Unterbodenschutz. Steinschläge können aber natürlich auch GFK zusetzen und deswegen sollte man auch GFK-Unterböden regelmäßig kontrollieren. Denn wenn zum Beispiel durch Steinschläge Risse im GFK entstehen, dann kann da wiederum Feuchtigkeit eindringen und wenn dann auch noch Frost dazukommt, dann kann das Ganze auch noch schlimmer werden und letzten Endes für Undichtigkeiten sorgen. Kleine Risse und Löcher in GFK-Unterböden können oder werden in der Regel mit Epoxidharz wieder versiegelt. Das kann man auch super selber machen. Anders sieht das natürlich aus, wenn man eine Holzunterbodenplatte hat. Die ist natürlich wesentlich empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit und den Witterungseinflüssen, denen sie ausgesetzt ist. Und wenn da erstmal Feuchtigkeit drin ist in der Bodenplatte, dann wird man die auch nicht wieder los. Deswegen ist es umso wichtiger, dafür zu sorgen, dass gar nicht erst Feuchtigkeit reinkommt. Der werkseitig angebrachte Unterbodenschutz bei Wohnmobilen mit Holzboden ist in der Regel diffusionsoffen, atmungsaktiv, aber wasserabweisend. Ja, die Wohnmobilhersteller, die sagen, dass nachträglicher, auffrischender Unterbodenschutz wirklich auch nur an den Stellen erforderlich ist, wo der Unterbodenschutz sichtlich nicht mehr so gut vorhanden ist. Wer nachträglich den Unterboden seines Wohnmobils behandelt, wenn wir hier jetzt von einem Holzunterboden sprechen, dann ist es absolut wirklich wichtig, dass man einen Unterbodenschutz verwendet, der genau wie der werkseitig angebrachte vom Hersteller diffusionsoffen und wasserabweisend ist. Denn nur dann kann die in Holz und Isolationsmaterial durch Temperaturunterschiede eingelagerte Luftfeuchtigkeit auch wieder nach außen abdampfen.
So, und genau diese Anforderung erfüllt natürlich der speziell für Karawanenunterböden geeignete Unterbodenschutz von Elascon. Wir verlinken den Unterbodenschutz unter dem Video in der Videobeschreibung. Und ganz wichtig, der ist auch auf jeden Fall verträglich mit dem ab Werk aufgebrachten Unterbodenschutz. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere auch noch an unseren kleinen Unfall mit unserem Unterbaurahmen, wo wir aufgesetzt sind mit dem Heck und uns quasi hinten, ja, diese Halterung für die Steckdose so ein bisschen halb abgerissen haben. Und Google hat uns natürlich wieder die bessere Variante angezeigt, nämlich über so eine komische Brücke oder so eine Kuhle war das. So, und das hat mit unserer Länge überhaupt nicht hingehauen. Da sind wir wirklich, wie wir da durchgefahren sind, sind wir hinten aufgesetzt mit dem Unterbaurahmen und haben uns da so richtig schön die Steckdose von der Anhängerkupplung fast abgerissen. Dem Problem haben wir uns direkt mit angenommen. Wir konnten diese Steckdosenhalterung tatsächlich wieder richten. Ich habe dann mit der Flex und mit einer Schrubbscheibe die ganzen, ja, die Stellen, wo wir aufgesetzt sind und diese ganzen Unebenheiten, diese Gerade, die da drin waren, habe ich mit der Schrubbscheibe alle weggemacht. Ich habe mit einem Bürstenaufsatz und mit der Bohrmaschine den ganzen alten Lack entfernt. Und wir haben den gesamten Unterbaurahmen einmal komplett neu gestrichen mit Rostschutzlack. Das sieht direkt wieder viel besser aus. Und wieder etwas, was wir von unserer To-Do-Liste streichen können. Ja, wir haben jetzt tatsächlich gar nicht mehr ganz so viel zu tun. Es wird wirklich immer weniger, aber wir haben auch nicht mehr ganz so viel Zeit. Denn in wenigen Wochen geht's schon wieder los. Nichtsdestotrotz, wir liegen gut in der Zeit. Und falls ihr euch wundert, warum ihr immer nur mich seht, das liegt daran, dass Sandra gerade ihre Familie besucht. Ich mache hier jetzt noch so ein paar Restarbeiten, bevor ich sie dann wieder einsammle und es für uns wieder weitergeht. Ich wünsche euch eine schöne Woche und sage Tschüss bis nächsten Sonntag.